Moin moin Freunde, neues Video hier und diesmal gibt es die Teambewertung von diesem Team, was wir uns beim Teambau Montag auf TikTok, da heiße ich Hennessy.twitch oder Hennessy aller echt heiße ich da glaube ich, was wir uns da zusammengebaut haben, da könnt ihr immer gerne helfen, also schaut gerne vorbei. Und zwar haben wir dieses Team gebaut, ihr seht es hier und ich würde einfach mal sagen, wir bewerten dieses Team vom Torwart bis zum Stürmer. Ich bin auch live im Stream auf Twitch, da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Wir fangen bei Neuer an, der hat mich 21.000 Münzen gekostet. Und ich sag's euch ehrlich, Freunde, das ist der schlechteste Torwart, den ich in diesem Spiel gesehen habe. So viele Fehler. Vielleicht hat man es auch in den Highlights gesehen. Was der an Fehlern macht, ist unfassbar. Ich weiß, Torwerte sind accountabhängig, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er bei anderen besser hält. Ich weiß nicht, was EA mit dieser Karte dieses Jahr gemacht hat, ob das das Downgrade ist oder was weiß ich. Aber so schlecht, das hat mich unglaublich enttäuscht. Von mir kriegt der Mann eine maximal 2 von 10, weil er zwischen den Pfosten noch gestanden hat. Alles andere war komplett scheiße. Linksverteidiger hatte ich João Cancelo, der hat eine Vorlage nur gemacht, also wenig nach vorne anscheinend. Trotzdem hat er mir gut gefallen, mit dem kann man sogar R1-Dribbling gut machen. Der hat defensiv Block und vorne hat er Technik, Flair und First Touch. Und mit dieser Technik kann er dieses R1-Dribbling wirklich sehr gut. Und das hat mir richtig gut gefallen. Bloß das Einzige, was ich da bemäkeln kann, ist, dass er zu langsam ist. Und das fällt extrem auf. Und dass er defensiv natürlich keine Stärke hat. 62 Stärke reicht da einfach nicht. Und er müsste auf der rechten Seite spielen mit links. Er hat ja viel Forster Weakfoot, aber mit rechts auf links spielen, das ist es nicht. Also spielt den am besten auf rechts. Macht das so. Ansonsten kriegt er von mir auf jeden Fall eine stabile 7 von 10. Der war auf jeden Fall über dem Durchschnitt. Als nächstes Schlotterbeck und der hat sich absolut an seine WM-Form angepasst. Stellungsspiel kann ich gar nichts zu sagen, weil er hat kein Stellungsspiel. Er hat kein Stellungsspiel. Ist der Spieler, der am schlechtesten steht. Ab und zu, die Tacklings waren gut, aber ihm fehlt dieses Bewegliche. Dieses Bewegliche in der Abwehr und das brauchst du dieses Jahr, dass ein Spieler schnell vom einen Punkt zum anderen kommt. Und das kommt er einfach nicht. Oder nicht schnell genug. Und deswegen von mir unterm Durchschnitt eine 4 von 10, weil er mir da nicht gefallen hat. 4,3k kostet er. Es ist, ja, es ist okay, aber für Weekend League richtig schwitzen reicht das nicht, meiner Meinung nach. Also dafür ist der zu schlecht. In der Luft und so ist das alles top, gefällt mir gut, hat leider auch kein Kopfballtor gemacht, aber ansonsten ist das da alles gut. Aber der Rest ist halt shit. Sein Partner war João Gomes und der kriegt von mir auf jeden Fall eine Bewertung bei 6,5. Den habe ich schon ein bisschen länger gespielt, 57 Spiele. Gefällt mir mit seiner absoluten Schnelligkeit. Defensiv hat er auch Block, also der blockt auch alles weg. Seine Defensivwerte sehen erstmal richtig schlecht aus, aber ist es ungefähr auf dem gleichen Level wie Schlotterbeck und ich finde, ist es nicht schlecht. Dafür sogar noch recht gut und er fühlt sich auch komischerweise beweglicher an als Schlotterbeck. Liegt das an der Größe? Ich weiß es nicht. Oder vielleicht auch langer Einwurf, bestimmt nicht. Aber dafür fand ich ihn gut. Ich habe ihn Untrade gekostet, gezogen. Er kostet wirklich gar nichts. Also ist wirklich für einen Start eine gute Karte. Ob man ihn nächste Season oder nächste WL noch spielen kann, Mann, es kracht. Weiß ich nicht. Ich schätze aber schon, vielleicht auch die Weekend League darauf, aber dann solltet ihr euch einen Ersatz suchen, weil dafür ist er dann zu schlecht. Oder ihr macht ihn noch in Evolutions rein. Das kann man natürlich auch machen. Ja. Und kommen wir zum Rechtsverteidiger, den man nicht spielen kann. 1 von 10 maximal. Thierry Correa brauche ich nicht mehr zu sagen. Tempo hat er, alles andere hat er nicht. Dribbling ist gottlos. Defense ist gottlos. Füße ist gottlos. Schuss gottlos. Passspiel gottlos. Einzige, was er hat, ist Tempo. So eine Karten kann man leider nicht mehr am Start von FIFA oder EAFC spielen. Dafür sind die einfach zu schlecht. Ist einfach so. Früher konntest du Silberkarten spielen, das kannst du mittlerweile nicht. Und es hört auch bei einer 77er Karte auf. Absolute Scheiße. Auch wenn er unglaublich viele Playstyles hat. Abfang, Antizipation, Kante, Raserei, schneller Schritt. Der hat eigentlich alles. Aber er ist trotzdem unglaublich shit. Also ich fand ihn richtig schlecht. 1 von 10 maximal. Und wen ich auch schlecht fand, war Adams. Auch keine Playstats. Das überrascht mich gar nicht. Im Mittelfeld sieht man jetzt hier leider keine Stats.
Aber er war vom Tempo her, vom ersten Schritt auch wieder gut. Deswegen habe ich die auch alle ins Team gepackt. Aber sein Zweikampf war noch das Beste. Aber alle anderen Defensivstats unglaublich schlecht, weil ihm einfach die Stärke fehlt. Ihm fehlt die Stärke, um diese Zweikämpfe auch umzusetzen. Er kann niemanden abdrängen, weil er keine Stärke hat. Das ist das Problem. Und alles, was vorne ist, fehlt ihm absolut die Ballkontrolle, fehlt ihm absolut die Beweglichkeit. Die Pässe sind noch okay, aber alles andere kann man vollkommen vergessen. Und dadurch ist er halt defensiv schwach, aber er ist auch offensiv schwach, was ihn einfach nutzlos macht. Vom Ding her schaut die Karte auch nicht mal gut aus. Also ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich musste ihn einfach spielen wegen Rainer, sonst wäre er nicht vollgekommen. Aber es war grauenhaft, grauenhaft. Auch eine 1 vor 10, maximal. Daneben habe ich Bruno Fernandes gespielt. Der hat folgende Playstyle: entscheidender Pass in Gold, was die Pässe tödlich macht. Unglaublich, Schnittstellenbälle hat er auch noch. Also das ist wirklich sehr, sehr krank. Ballkontrolle hat er auch, First Touch und Trivela, was ich leider nicht so viel ausgenutzt habe. Trotzdem 13 Tore und 25 Vorlagen. Die 25 Vorlagen sprechen für sich, weil man bedenken muss, dass der als Sechser gespielt hat. Und trotzdem hat er 25 Vorlagen, also fast in jedem Spiel eine Vorlage. Das liegt halt einfach an diesem tödlichen Pass-Trade, was den vorne überragend macht. Ich finde leider, ihm fehlt etwas die Beweglichkeit. Und der schwache Fuß ist auch deutlich bemerkbar. Und dass er etwas langsam ist und defensiv ist das nichts. Und weil halt dann Tyler Adams auch defensiv nichts war, ist das defensiv im Mittelfeld generell scheiße gewesen. Da braucht Bruno Fernandes auf jeden Fall jemanden, der ihn absichert. Oder ihr spielt das mit drei Mittelfeldspielern, dann kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Und wenn die Karte vielleicht sogar noch Upgrades bekommt, gut, was ManU da in der Champions League fabriziert, ist gottlos. Aber vielleicht bekommt er ja ein Upgrade. Dann kann ich mir die Karte sehr, sehr gut vorstellen. Mit Upgrade. Und auf jeden Fall mit den Playstyles. Ja, an sich kriegt er von mir dann auch wirklich eine 8,5 von 10. War eine der besseren Karten in diesem Team. Und dann kommen wir zu Rainer. Folgende Playstyles hat er. Er hat angeschnittener Schuss. Tiki-Taka haben wirklich sehr, sehr wenige. Und Technik und Raserei. Was ihn sehr, sehr gefährlich gemacht hat bei R1-Dribblings. Die konnte er wirklich gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch sein Abschluss ist mit dem starken Fuß sehr, sehr gut. Aber ihr seht's, schwacher Fuß, 2 Sterne. Und das ist richtig, richtig, richtig belastend. Weil jeder Gegner weiß, der kann nur mit rechts. Und mit links schießt er auf das freie Tor, schießt er daneben. 13 Tore gemacht, 14 Vorlagen. Das ist noch okay. Passspiel kann er auch relativ gut. Aber es fehlt halt bei den Flanken, es fehlt beim langen Pass. So kurze Bälle, die R1X-Bälle in die Mitte kriegt er noch hin. Das Tempo lässt auch zu wünschen übrig, wobei R1-Dribbling natürlich dann OP ist. Egal wie viel Tempo du eigentlich hast, ab 80 Pace ist das dann gut. Aber ihm fehlt es halt in der langen Endgeschwindigkeit und da holt ihn eigentlich dann jeder Innenverteidiger dann ein. Deswegen bin ich hin und her gerissen. Aber ich finde, er hat eine 5,5 verdient. Er ist halt ein Durchschnittsspieler, aber mehr nicht. Vielleicht ein bisschen drüber. Und der Weakfoot scheißt halt so rein, deswegen kann man ihm auch einfach nicht mehr geben. Ja, also nicht mehr als das ist da möglich. Dann Gnabry, auch absolute Enttäuschung. Viele haben gesagt, spiel doch Sané, hab da recht. Gnabry zu langsam. Er hat bei den Playstats nur Technik. Das merkt man. Also er kann R1-Dribbling, kann er? Das muss man sagen, aber er hat kein Passspiel. Es ist unglaublich. Dieser Mann hat kein Passspiel. Und was mir auch extrem aufgefallen ist, wenn du mit R1-Dreieck in die Mitte passt, er läuft immer weg vom Ball. Ich weiß nicht, was da los ist, ob das am Stellungsspielwert liegt oder was weiß ich. Der will gefühlt keine Tore machen. 17 Tore hat er gemacht und 12 Vorlagen. Ich habe ihn auch oft ausgewechselt, weil er zu schlecht ist dann und weil ihm die Geschwindigkeit fehlt. Ja, aber er kann gut dribbeln. Und der Schuss hat mich enttäuscht, hat mich einfach enttäuscht. Der Forster, aber oft auch mit dem schwachen Fuß ein schlechter Schuss oder mit dem starken sogar ein schlechter Schuss. Frage ich mich, warum? Ich habe ihm sogar noch Hunter gegeben und trotzdem war das nicht gut. Ich weiß es nicht. Hin und her gerissen auch, aber 4 von 10 maximal, weil unter dem Durchschnitt. Also spielt er lieber Sané, Gnabry ist es nicht, sage ich euch.
Machen wir weiter bei Foden, der weniger schießen hat als Gnabry, aber dafür viel besser schießen kann. Hat auch von mir Hunter bekommen und war auch schneller durch den Antritt, aber auch auf lange Sicht, auf langes Pace ist er auch einfach zu langsam. Schwacher Fuß, 3 Sterne, ist mir nicht so aufgefallen, aber er hat auch den Playstyle Technik und Flair und First Touch, was auch das R1-Dribbling bei ihm überragend macht. Und bei ihm kommt dazu, dass er noch so beweglich ist, so viel Ballkontrolle. Bei ihm ist R1-Dribbling wirklich eine unglaubliche Macht. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Plus den Schuss, der Pass war okay, aber habe ich durch das R1-Dribbling einfach manchmal auch nicht gebraucht, weil er dadurch in Positionen kam, wo er einfach dann besser stand als Gnabry und Gnabry musste einen schwierigeren Pass spielen. Foden hatte den einfacheren Ball oft und konnte dann einfach den einfachen Ball spielen und hat eine Torvorlage bekommen oder eben das Tor geschossen. Und deswegen kriegt er von mir auch eine 7 von 10. Kann ich euch absolut empfehlen für Starter-Team. Bekommt der Mann eine Special Card, stellt euch die rein. Auch seine L2-Schüsse sind sehr, sehr gut gewesen. Auch wenn er da keinen Playstyle hat. Ich bin aber da sehr, sehr gut klargekommen, muss ich ehrlich sagen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Tolle Karte für den Anfang. Aber leider war er dann etwas auf verlorene Posten, wenn halt die Mitspieler Reyna und Gnabry sind. Und André Silva, zu dem wir jetzt kommen, wo ich auch hin und her gerissen bin. Ich habe ihn auch ultra oft ausgewechselt. Trotzdem hat er 19 Tore und 14 Vorlagen. Er kann überraschend gut passen, was ich bei einem André Silva nicht erwarte. Er ist zu langsam. Er kann aber sehr, sehr gut schießen. Er köpft nicht gut und er dribbelt auch nicht gut, weil ihm die Beweglichkeit irgendwie fehlt. Aber vorm Tor, dafür reicht's. Er hat die Playstyle Lupfer, wo ich nichts von gemerkt habe, und Flair habe ich auch nichts von gemerkt. Also ich bin auch wieder hier hin und her gerissen. Für eine erspielbare Karte, was er halt ist. Nee, stimmt gar nicht. Er ist eine SBC. Für eine SBC, die er ist, Real Sociedad, lohnt er sich 0,0. Hätte man nicht mitnehmen müssen. Gar nicht. Ist Fodder. Wenn ihr ehrlich seid, ist Fodder. Ich werde ihn noch weiter behalten. Er kriegt von mir eine 5,5 von 10, weil er leicht über dem Durchschnitt vielleicht ist. Aber ist jetzt kein überragender Stürmer. Also absolut average guy so. Und ich habe ihn ganz oft ausgewechselt und Edin Dzeko eingewechselt. Zudem kann ich auch sagen, ist eine gute Karte, aber auch nothing special. Ist halt groß, langsam, 5-Star Weakfoot, ballert dir zwar jede Chance rein, aber mit dem kannst du nicht dribbeln, nicht passen, nicht laufen, gar nichts. Du kannst ihn nur anflanken, anspielen und hoffen, dass er trifft. Mehr kannst du mit dem nicht machen. Boniface, finde ich, ist immer eine lustige Karte. Der kann überraschend gut immer dribbeln, ist relativ schnell, relativ abschlussstark. Ihr seht, 12 Tore, 6 Vorlagen. Also das ist eine lustige Karte. Wenn ihr Bock auf eine lustige Fun-Karte habt, dann holt euch Boniface, ist nice. Mané, absolutes Biest für ein Starter-Team. Habe ich gemerkt, den habe ich immer wieder eingewechselt. Top-Spieler, kann einfach alles. R1-Dribbling, mit dem werdet ihr viel Spaß haben. Diani habe ich auch getestet. Leider nicht so abgegangen. Trotzdem ist die auch beim R1-Dribbling gut. Ist super schnell, super toller Abschluss, guter Pass. Die hat mir auch gut gefallen. Und Linksverteidigerin habe ich auch Karachi eingewechselt. Die war auch gut, aber die ist 1,60 und das merkt ihr, Freunde. Also die ist viel zu klein. Die kann defensiv nichts. Und 50 Stärke auch nichts. Also die kann defensiv nichts, aber offensiv ist sie eine Macht. Also das war die Teambewertung. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Nächste Woche gibt es bestimmt auch wieder eine Teambewertung mit einem neuen Team. Schaut da gerne auf TikTok vorbei. Macht gerne mit da beim Teambau, helft mir da gerne, schlagt mir andere Teams vor, bessere Teams als dieses, weil für die erste WL war das einfach zu wenig. Und wenn man 9 Siege mit so einem Team holt in der ersten WL, dann spricht das einfach Bände. Es war einfach zu schlecht. Es waren gute Spieler drin, aber es hat halt einfach nicht gereicht. Und mit den Wechseln hat es auch nicht gereicht. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, diese Teambewertung gefallen. Ansonsten sehen wir uns gerne auf Twitch. Oder hier gerne auf YouTube auch abonnieren. Ciao, ciao, bis zum nächsten Video. Haut da rein.